Oh. Oh, du hast schon Kugeln runtergefallen. Ist das ein Problem für dich? Ich habe nie ein Problem. Hast du nie ein Problem? Nein, ich habe nie ein Problem. In deinem Leben hast du nie ein Problem gehabt? Ja, wie jeder andere auch. Aber nicht solche wie du. Ganz andere. Ich habe spannende Probleme gehabt. Du hast einfache Probleme gehabt. Weißt du, was verrückt ist? Alle wissen ja, du bist eigentlich ein Lustiger. Bist was heißt du eigentlich? Was ist das so mit für einem Blöd? Bist ein Lustiger. Bist du auch ein Glücklicher? Ja, sehr. Ich bin extrem glücklich, weil alles, was ich mache, hat mit Freude zu tun. Das ist doch schön. Ich schlage dich gerne jetzt im Bett, das ist einfach, da bin ich fröhlich. Können wir spielen? Spielen. Ich tue das da, dann ja. Hat man Schweinchen, das hat mit dir nichts zu tun. Mal den Führer. So, schau jetzt, du musst schauen. Du musst schauen, dass es so funktioniert. Sehr gut. So. Wieso hast du sie nicht getroffen? Weil du sie jetzt kannst treffen kannst. Jetzt musst du auch hier reinstehen, den Kreis, damit wir genau gleich sind. Du bist ja einer von diesen Menschen, die nicht wirklich an das Glück glaubt und auch nicht an Zufall. Du sagst ja, es ist alles so, wie es muss sein. Mhm. Wieso? So, jetzt bin ich näher als erstes Mal. Das Glück, ich sage halt einfach Gott. Ja, was soll ich das sagen? Es ist ein Schicksal. Ich kann wahnsinnig viel dafür tun. Und mit Glück, wenn du Glück hast, dann tust du nicht so wahnsinnig viel dafür. Dann hoffst du, dass es funktioniert. So, gut. Jetzt bist du immer noch weiter weg. Aber komm jetzt zum Schluss. Aber weißt du, du hast ja ein Leben, wo man wirklich. Ui. Ja, das war schlecht. Mach noch mal. Du hast in deinem Leben ja gleich. Jetzt ist ja die Kugel weg. Ja, nein, jetzt bin ich einfach näher bei der Kugel. Die ist nicht weg. Ja, das ist aber nicht gut für mich. Das ist nicht gut für dich. Du hast ja in deinem Leben ab und zu, um es harmlos zu formulieren, ein kleines körperliches Problem gehabt, das dich vielleicht ein bisschen beeinträchtigt hat. Ja. Und du bist mit dem mindestens nach außen immer sehr, sehr positiv umgegangen. Ist das Galgenhumor? Nein. Ich bin aufgewachsen mit dem. Ich hatte immer einen Fehler in meinem Herz. Das hat immer zu mir gehört. Ganz ruhig bleiben, ganz schön, nicht zittern. Aber es war nicht nur das Herz, du hast ja noch ganz viele andere Sachen, die dann dazu. Ja. Wieso ist für andere wäre das ein Riesenproblem? Was ist denn deine Taktik oder dein Innere, das sagt, hey, ja. Ich kann halt jetzt, das ist ja nicht so schlimm. Das ist halt einfach, das gehört dazu zu meinem Leben. Ich bin Pragmatiker, ich kann das nicht ändern. Ich gehe mit dem so um, weil ich das Gefühl habe, es ist genau richtig so. Und aus dem Grund funktioniert es ja immer. Aber ist das auch nur vor allem gegen aussen und die Hause hast du schon deine Krise oder ist das so? Nein, also deine Frau würde das jetzt bestätigen? Ja, das würde sie bestätigen. Die ganze Familie würde das bestätigen. Meine Frau hat viel mehr Mühe mit all diesen Sachen gehabt als ich. Ich nichts. Es war einfach immer so, wie es ist. Und mit dem musste ich umgehen. Und das ist, hat immer gut funktioniert. Es muss näher als kleine Bälle herkommen. Gell? Ja, es ist ja nicht so schwierig, oder? Probier es. Ja, aber die Bahn ist auch nicht klar. Uiuiui, ja, du bist näher. Tatsächlich? Ja, ich glaube es fast. Ja. Oh nein. Ja. Können wir noch mal? 1-0. Das ist also für mich. Ja. Ah, wie viel machen wir denn? Auf 13 normalerweise. Okay. Aber ja. Das spielt keine Rolle. Wie ist das eigentlich, wenn man früher noch das ist mein ein Millionenpublikum hatte? Zum Beispiel, mag ich mich erinnern, Top of Switzerland, Schweizer Fernsehen. Habe ich als Kind jeden Samstagabend mit der ganzen Schweiz geschaut. Du nicht so frech als Kind. Was? Stimmt, sicher. Das macht mich jetzt recht alt. Du bist 60, oder? Ja. Bist du das Jahr 60 geworden? Ja. Du siehst aber nicht aus wie 60. Danke. Du Lügner. Du siehst aus wie 70. Nein, aber du bist ja wirklich, darf man so sagen, also ein Star immer noch. Aber dort war das Millionenpublikum. Ja. Du hast zum Beispiel auch eine der erfolgreichsten weltweiten Spielshows moderiert. Wer wird Millionär? Ja. Heute bist du unterwegs mit deiner Tochter auf etwas kleineren Bühnen. Und meine Frau hat mir mal gesagt, los, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man zurückstecken muss. Rauf geht immer. Aber wenn man plötzlich wieder ein bisschen zurückstecken muss, vielleicht auch vom Publikum her, wenn man nicht mehr das Millionenpublikum hat, dann ist es schwierig. Ja. Wie ist das für dich? Weißt du, das Millionenpublikum ist im Fernsehen, das spürst du ja gar nicht. Du spielst etwas, du machst etwas, was du. Wieso lachst du immer? Ist so weit weg, kannst du gar nicht sein eigentlich. Aber du schaffst es. Darfst du noch mal? Weißt du, ob du so ein Millionenpublikum hast? Ja. Am Fernsehen. Du machst ja die gleiche Arbeit so oder so. Auch wenn nur 10 Leute wieder zuschauen. Das heisst, was du machst, ist nicht abhängig vom Publikum.
der Erfolg, was nachher heisst, oh, wahnsinnig, was sie gemacht haben, toll, das ist dann schon das. Aber das Arbeiten machst du nicht für ein Millionenpublikum, sondern für dich. Und das ist auch, wenn du nachher vor 150, 200, 500 Leuten spielst, ist dann das genau dasselbe. Und es ist nicht für mich schlimm, wenn wir keine Fernsehsendung mehr haben. Es würde auch nicht mehr funktionieren, wahrscheinlich. Glaube ich, mit das, was wir früher gemacht haben mit Topaz Switzerland, wäre schwierig heute zu machen, glaube ich. Wenn du sagst, du machst es für dich, findest du selber dich lustig? Musst du über dich lachen? Ja, sicher. Ja, sicher. Anders geht es. Ich gehe mal davon aus, dass du auch lachen musst, wenn du mit dir schwätzt. Voll! Ja, du musst selber über dich können lachen können. Logisch. Und ich habe den Humor, den ich mache, den finde ich, der ist jetzt gut gewesen. Hey, habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht mit meiner Kugel eigentlich die kleine Kugel versteckt, dass du gar nicht mehr hinkommst? Das war echt perfekt gewesen. Also, und? Ich gebe es nicht gerne so, aber der war echt perfekt gewesen. Ja. Man kann es halt. Oh, ja, hast du mir mal die Kugel gekehrt? Ja, jetzt hole ich noch mal an. Du hast hier immer wieder ein bisschen Nachschub im Sack. Au! Knapp, hä? Wow. Ja, du jetzt bist wirklich gut dran. Kannst du eigentlich gut verlieren? Hervorragend. Nur wer gern gönnt, kann gut verlieren. Aber ja. du bist schon einer, du bist ein Ehrgeiziger. Ich weiss auch ein bisschen, du möchtest dann schon, dass es sehr gut kommt. Gerade jetzt auch durch die Arbeit auf der Bühne. Ja, sicher. Da bist du schon der, der es durchzieht. Ja, natürlich. Aber kannst du auch streng sein? Ja, ich muss. Es geht ja nicht anders. Mit mir, mit meiner Tochter, mit dem Schmiedi, mit dem Sven, das war alles normal streng. Nein, das hat nichts damit zu tun, ob jemand nicht verlieren kann. Weil ich ganz nah an diese Kugel herkam. Jetzt durch das, dass deine so weit weg ist. Und jetzt wieder ein bisschen zurückholt. Gilt die, die vorne ist, gilt das eigentlich gar nicht. Ah, es ist 1-1. Sehr gut. Wurschuri wäre jetzt. Ja. Okay. Der jetzt gewinnt, der hat alles gewonnen. Das ist ja so. So. Und der jetzt verloren hat, hat alles verloren. So kann man es auch sehen. Herzliche Gratulation. Das ist wirklich gut. Ja? Nein, wirklich. Also muss ich sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Weil schlussendlich, ja. Was hättest du was nicht erwartet? Ja, dass du noch so gut im Spiel bist jetzt da. Tatsächlich, das war super. Weißt du, ich kann sogar schlecht spielen und bin noch besser.